Herzlich willkommen auf der Eurotier 2024 hier in Hannover am Stand der Firma MIG International AG. Wir haben für unsere Neuheit, die Milbenfalle MITEX, eine Goldmedaille erhalten und ich möchte Ihnen jetzt kurz das Produkt vorstellen und ein paar Informationen dafür geben. Ein großes Problem in der Legehennenhaltung ist die rote Vogelmilbe. Wir haben ein System entwickelt, eine Falle entwickelt, die die Milbe fängt und zu 100% abtötet. Im oberen Bereich dieser Falle haben wir eine Art Kamm, der in verschiedenen Untersuchungen ist herausgekommen, dass die Milbe sich gern in diesem Art Versteck einnistet. Die Milbe sucht in der Nacht das Huhn auf, um da Blut zu saugen. Und in der Morgendämmerung verlässt sie das Huhn und sucht das Versteck auf. Das machen wir zunutze, wenn die Milbe in der Falle ist, können wir sie dort abtöten. Dies geschieht mit einem neuartigen System, dem kalten Atmosphärendruckplasma. In dieser Falle sind zwei unterschiedliche Metalle, bei denen ein Strom auferlegt wird. Und aus der Luft heraus ionisieren wir diese Luft und dieses kalte Atmosphärendruckplasma entsteht. Man kann sich das vorstellen wie ein Lichtbogen beim Schweißen, nur dass dieses kalt bleibt. Wir zünden die Falle für eine Sekunde mit nur 10 Watt. In der Falle entsteht aber eine Spannung von fast 6000 Volt, was die Oberfläche der Milben komplett zerstört. Nach einigen Minuten, maximal nach einer Stunde, haben wir eine 100%ige Abtötungsrate der Milben in allen Entwicklungsstadien und der Eier. Nach dem Tötungsvorgang kommt ein automatisch laufender Reinigungsprozess. Dieser Schieber bewegt sich nach rechts und nach links und schiebt die Milben aus der Falle raus, geht wieder danach in Ausgangsstellung und der nächste Prozess kann am nächsten Tag beginnen. Wir brauchen eigentlich nur einen Reinigungs- oder einen Abtötungsprozess pro Tag. Die Milbenfalle wird in den nächsten Monaten in große Ställe eingebaut, in einen sogenannten Feldtest getestet, um herauszufinden, wie viele Fallen wir pro Tiereinheiten brauchen. Wir gehen davon aus, dass man mit 200 bis 300 Tiere eine Falle braucht. Die ungefähren Kosten hierfür, für den Invest, liegen bei ungefähr 1,50 Euro pro Tierplatz. Eine einmalige Exsold-Behandlung kostet 30 Cent aktuell und die muss jährlich wiederholt werden. So, wenn wir jetzt nachher einen Invest haben mit dem Schaltkasten, der dafür benötigt wird, und der Falle, haben wir einen Reinvest nach 5 Jahren. Der Betrieb läuft völlig autonom, es wird kein Bedienpersonal gebraucht. Die Fallen werden fest eingebaut. Es gibt verschiedene Adapter für alle Bauformen von Sitzstangen. Die neue Milbenfalle wird Mitte, Ende nächsten Jahres in den Handel gehen. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung unter www.mig-online.de.